Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute haben wir mal wieder einen Panzer, der gar nicht so oft gezeigt wird. Und zwar die Su 101 von LuckyKid20 gespielt. Vielen Dank für die Einsendung. Und das Besondere, warum ich sie zeige, man sieht diesen TD nicht so oft. Weil er irgendwie, ja, keine Ahnung, der hat so ein bisschen stiefmütterliches Verhältnis. Übrigens, er spielt ja nicht allein, das muss man jetzt hier gesagt haben. Er spielt noch mit den Jansson und dem Lonely Kid. Wobei hier ist jetzt die Aufteilung so, der Jansson fährt wahrscheinlich mit seinem Tiger in die Stadt, da kann er natürlich am besten wirken. Und die Arti, klar, die supportet einen von beiden dementsprechend. Ja, warum ich das Replay eben ausgewählt habe, weil eben die TDs ja sonst immer schön viel Damage machen, finde ich auch schön. Aber hier von dem gesamten Damage, den er überhaupt machen wird, ist null, also kein einziger, über 300 Meter. Und das finde ich sehr schön. Dementsprechend ist das was, wo ich dann sage, darauf habe ich Lust. Und man sieht aber gleich, ja, er spielt mit einem verbotenen Mod, weil man hat gesehen, er hat angeaimt sozusagen aus der Fahrt heraus. Das ist einfach unmöglich gewesen mit dieser Möglichkeit gerade. Das heißt, er spielt mit Auto-Aim Plus oder Advanced Auto-Aim. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, welches davon welches ist. Ist wurscht. Es ist beides nämlich verboten. So, das heißt, recht simpel. Er kann gerne damit spielen. Wie gesagt, er zeigt sie auch offen. Lädt das Replay hoch, schickt es mir auch noch. Also von dem her zeige ich es, weil das wird es nichts großartig an der Runde, schätze ich mal, ändern. Aber an der Stelle sei nochmal ganz klar erwähnt, wenn ihr so einen Mod nutzt und ihr gebannt werdet, selber schuld. Ganz im Gegenteil, ich fände es dann sogar lustig, weil mittlerweile ist es so ein großes Thema, dass Wargaming da was dagegen tun wird. Und eben erstmal gibt es einen 7-Tage-Bann. Wenn ihr den dann euch eingefangen habt und dann nochmal gebannt werdet, ist es ein permanenter Account-Bann, dann ist dieser Account für den Arsch. Also, ich kann an dieser Stelle nur nochmal appellieren, spielt mit den ganz erlaubten Mods, wenn ihr euch da nicht sicher seid, was ist erlaubt. Entweder lest ihr euch nochmal die Fair-Play-Regeln durch, weil da ist es eigentlich sehr genau erklärt, was erlaubt ist und was nicht. Eben auch Zielhilfen oder Sachen, die am Auto-Aim rumarbeiten, wie das Advanced Auto-Aim. Oder wenn ihr euch gar nicht sicher seid, dann spielt Vanilla. Das kann ich nochmal an dieser Stelle ausschließlich empfehlen. Ich spiele auch spiel schon lange Vanilla und muss sagen, so viele gute Mods, die da jetzt inkludiert wurden und in den Client sowieso gewandert sind, braucht man meines Erachtens wirklich keinen Mod mehr. Vielleicht noch den einen oder anderen visuellen, weil es einem besser gefällt. Also zum Beispiel hier links und rechts die Teamleisten. Mein Gott, das ist jetzt was Eigenes, aber ja. Ich würde sagen, lasst es am besten sein, da seid ihr auf der sicheren Seite. Gut, jetzt fangen wir aber mit dem Infight-Damage an, von dem ich hier eingangs schon erwähnt habe. Da spielt er jetzt gegen den IS. Und eine Sache will ich vielleicht noch zum Auto-Aim gesagt haben. Das Advanced Auto-Aim, zumindest das, wie er hier nutzt, ist einzig und allein, dass man den Panzer leichter anvisieren kann. Die Auto-Aim-Mechanik, dass er Mitte-Mitte zielt, das ist trotzdem nach wie vor genau gleich. Also da habt ihr keinen Vorteil. Deswegen gibt es ja immer die Argumente der Nutzer, ja, aber das ist ja, nutzt ja nur das normale Auto-Aim und ich kann es leichter den Gegner anvisieren. Und genau dabei liegt ja die Krux begraben. Man kann leichter den Gegner anvisieren. Ihr habt damit einen signifikanten Vorteil gegenüber der, das nicht nutzt. Wenn ich in der Schnatz Snapchatten will oder sowas. Snapchatten? Snapshotten wollte ich sagen. Eieiei. Ja, ja. Heutzutage überall Snapchat. Nee, also wenn ihr Snapshotten wollt, dann ist es natürlich dementsprechend damit viel leichter. So. Aber auch hier der zweite Kill ist schon gefallen. Das läuft ganz gut. Da kommt er auch hier im Damage und geht da wirklich als TD voraus. Und auch hier hat man jetzt gerade gut gesehen, der geht auf und zack hat er ihn im Aim. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Jeder, der das sagt, das ist kein Vorteil, hat einfach nur Angst gehabt darum, dass ihm der Vorteil genommen wurde. Ist aber dann eingetroffen, weil es einfach ein Vorteil ist. Dementsprechend ist es so. Ich will damit jetzt keine Mod-Diskussion starten. Ich will damit jetzt einfach gerade noch mal ein bisschen aufklären, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der es doch noch nicht mitbekommen hat. Also deswegen überprüft eure Mods, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, jetzt fahrt hier der Lucky Kid einmal quer über die Karte zu seinem Tiger, weil da ist noch am meisten Action vom Gegner. 9-3 steht es, das ist natürlich extrem dominant. So und so einfach mal
den Uni angeaimt, der hinter zahlreichen Sachen steht. Da sieht man es eigentlich sehr, sehr gut, dass er diese Mod nutzt. Und ich hatte sie auch mal drauf, kann ich ganz offen und ganz ehrlich sagen. Und ja, natürlich war das in Anführungszeichen besser, weil es halt leichter war. Man muss nicht mehr irgendwie großartig auf den Gegner drauf, gerade wenn Bodenwellen kommen oder sonstiges oder irgendwelche Hucke oder der Gegner ist nicht leicht zu anvisieren, dann ist das so ein grandioser Vorteil. Also deswegen, da kann ich euch nur sagen, es ist definitiv ein Vorteil. Und seid jetzt nicht böse, wenn es nicht mehr da ist. Das war ja lang genug da. Jetzt kommt dein E25 gleich in die Straße. Genau, da ist er auch schon. So, jetzt hat er hier natürlich... Erstmal muss er den IS-6 rausnehmen. Der war jetzt wichtig. Jetzt hat er mit dem E25 Probleme, weil der E25 natürlich schnell schießt. Da sollte er vielleicht kuscheln. Oder natürlich hier versuchen ein bisschen... Oh, von hinten noch der Oho. Zieht ihn in die Kette. Und jetzt hat der E25 das große Problem, dass der einfach einen schlechten Durchschlag hat und dementsprechend war es das schon und wow, ist die Runde schnell beendet plötzlich. Da komme ich mit dem Reden gar nicht hinterher. Ja, das war's. 5 Minuten, 57 hat die ganze Runde gedauert. In der Zeit hat er 4000 Schaden gemacht und hat uns ein bisschen in seine Mod-Politik Einblick gewährt. Also von dem her war alles dabei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wie gesagt, ihr könnt ja, wenn ihr wollt, trotzdem auch gerne unter das Video nochmal Thema Mods aufgreifen, ist eure Sache. Flamet bitte nicht jemand, der das nutzt. Wie gesagt, freut euch dann, wenn er nicht mehr da ist und er das Bunzebowl auf seinem Account hat. Bis demnächst, euer Alcaramba.